Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja Leute, bevor wir loslegen, ist ja mal wieder eine neue Version draußen, die B129. Ich guck nochmal eben, ob ich auch das richtig erzähle. Ja. Ja, ich gehe ganz kurz nur auf die wichtigen Sachen ein. Geht ganz schnell eigentlich. Also für den Flexstone-Blöcken wurden neue HD-Texturen geaddet. Wedge Stairs wurden geaddet. Ansonsten jedes Secret Stash Perk erhöht das Inventar von den Händlern. Die Qualler-Zombies wurden aus den Scout- und Feral-Horden rausgenommen. Der Claimstone, also euer Startstein, kostet jetzt keinen Stil mehr, sondern Forged Ivan. Kalipa wurde immer noch entfernt. Wurde aber schon mal dem letzten entfernt. Von dem Animal Hide Rüstung wurde der Rüstungswert erhöht und die Wärmeisolation. Spotlights wurden aus Loot-Kisten entfernt. Die Eisenwerkzeuge kosten mehr Stamina als die Steinwerkzeuge. Jeder kann jetzt eine Machete reparieren, wenn man eine findet. Aber nur herstellen kann man sie nur als Experte in Waffen schmieden, nenne ich es mal. Also Weaponsmithing. Eine Machete ist eine Stilwaffe. Also werdet ihr Stil dazu brauchen, um sie zu reparieren. Die Chance, Silber, Gold und Diamanten zu finden, wird erhöht. Kleber herstellen braucht man kein Beaker mehr für. Beautiful Item wurde entfernt. Ja, es wurden Abstimmung am Concrete Perk gemacht. Können wir uns gerne mal angucken. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das übernommen wird bei unserem Spielstand. Ich denke nicht. Flaming Arrows, also brennende Pfeile, kann man nur noch mit dem Compound Bow abschießen. Dafür kann aber jeder Bogen jetzt die normalen Steinpfeile abschießen. Also sollte das auch der Compound Bow können, was er vorher nicht konnte. Ja, der Effekt, wenn ihr in der Werkbank zwei gleiche Items reintut und die quasi ein dadurch Hochlevel wurde erhöht, dass es wieder mehr gibt. Auto-Turrets kann man im Secret Stash vom Händler finden. Es wurde erhöht, dass man mehr XP bekommt, wenn man Zombies killt, gerade im höheren Levelbereich. Und ansonsten wurden alle Skill und Perks überarbeitet von den Kosten her. Und der Perk Run Forest Run wurde entfernt. Zombies droppen jetzt mehr Quest Notes, also mehr Aufgaben. Ja, jede Menge Fixes. Aber das waren so die wichtigsten Sachen. Gut, damit können wir auch starten. Ich mache einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, da sind wir auch. Ihr seht, wir stehen auch hier drinnen, wo wir aufgehört haben. Ich muss mich jetzt erstmal kurz orientieren, was so abgeht. Jede Menge Krimskrams hier drin. Ja, das sortiere ich in der Nacht ein ohne Aufnahme. Ich nehme nur mal kurz das mit, was ein bisschen was wert ist. Fahren wir mal kurz die Händler ab, weil ich habe keine Ahnung, was da jetzt nochmal Sache war. Kohle können wir natürlich mitnehmen. Können wir was trinken. Na, das war's ja auch schon, ne? Das ist ja eine Umgewöhnung jetzt hier. Ich
Muss mal ganz kurz. Also die Mose geht hier wieder ab wie. Ah, ich hatte nämlich die andere Maus ausprobiert gehabt hier mit dem. Mach's mal so einfach. Naja, besser. Die angeblich leise Maus. Oder die ist auch leiser, aber dafür ist sie so unhandlich. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Gut, ich weiß gar nicht, sind wir schon außen rumgegangen und haben mal geguckt zu reparieren? Wahrscheinlich nicht. Machen wir das mal nur eben. Check mal eben. Hier haben wir auch noch jede Menge. Guck mal, irgendwo hatten wir doch auch eine Wrench noch, oder? Steine und so weiter. Ja, ich werde mich dann mal in der Nacht hier orientieren, was jetzt hier noch genau Sache ist. Dann auf jeden Fall noch Asche, die können wir mitnehmen. Ich glaube, bei den Händlern war eh nichts. Ich weiß auch nicht, ob da jetzt schon wieder neues Zeug da ist. Also ich habe, wie ihr seht, ich nicht überlaufen. Ich nehme mal 1000 mit hier zum Auftanken. Schauen wir mal. Ja, ich habe die Version jetzt noch nicht gespielt, die 1.2.9. Am Wochenende habe ich Rust aufgenommen. Ich mache am Wochenende Rust. Mehr oder weniger durchgezogen. Gucken wir eben hier einmal rum. Sieht aber alles. Da hätten wir natürlich, können wir natürlich auch von innen machen, ich Idiot, ne? Gut, kann ich ja dann auch ohne Nacht machen. Was machen die beiden da? Geht schön spazieren. Ja, ansonsten hat es ja besser geklappt wie gedacht, ne? Muss man ja so sagen. Ja, normal könnte ich mal die ganzen Fackeln hier abnehmen, ne? Brauchen wir jetzt nicht. Oh, eigentlich nur, wenn eine Horde ist. Genau, das kann ich auch mal ein bisschen eh gucken, wie wir dann noch bauen sollten. Ich denke auch nicht, dass wir hier noch eine Horde erleben werden. Was willst du denn, Junge? Komm her. Zack. Oder wenn, dann maximal halt noch eine. Ja, wofür versuche ich es überhaupt? Komm hier. Ich kann auch einfach neue herstellen. Geht so auch schneller. Bist du hier noch? Ja, ich weiß noch, wir wollten das doch noch zumachen, ne? Können wir auf jeden Fall auch noch angehen. Und wir wollten dann noch hier in unserem Gang, den wir hier haben, dass wir irgendwo hier so rauskommen. Und Eingang machen, so machen wir es auch. Ja, aber das sind alles Sachen für die Nacht halt, ne? Wir fahren jetzt kurz die beiden Händler mal ab. Weil ich habe echt keine Ahnung. Und dann war, wenn mich nicht alles täuscht, Duten angesagt, ne? Werden wir auch direkt in die große City gehen, weil wie gesagt, ich denke mal, allzu viele Folgen wird es nicht mehr geben. Ich gehe eigentlich davon aus, dass jetzt hier die 1.2.9 die letzte ist, bevor die Stable kommen wird. Weil die haben jetzt nochmal die Perks halt alle überarbeitet von den Kosten her und so weiter. Das schreit schon danach, dass es bald fertig ist. Ja, das ist der Plan, ne? Korb haben wir ja eh noch nicht. You're not bringing counterfeit money in here, are you? Ja, ja, ist gut, Junge.
Ansonsten denke ich mal, werden wir die Kohle mal sparen. Einfach um dann vielleicht mal hier so eine Sniper zu kaufen. War das denn nicht hier auch? Oh, ich muss mal eben gucken. Nee, das war nicht hier. Gut. Hey, Asshole! Hey, Asshole! Not bring any diseases into my store. Hey, ja, Junge, ist gut. Ja, er hat also schon mal nichts. Watch yourself, Stranger. Was wir jetzt um mit Stil können wir noch mal gucken, ne? Stil war so unser. Hey, Asshole! Oder konnten. You better not bring any diseases into my store. Sollen wir ein paar neue Sprüche einfallen lassen, Junge? Oder konnten wir nicht jetzt sogar schon Stil? Ich muss ganz kurz gucken. Ja, konnten wir noch. Gut, das heißt, wir müssen unbedingt die Fortune umsetzen. Hat also die größte Priorität. Ich weiß aber gar nicht, ob wir irgendwas an Eisen da haben. Sonst müssten wir noch mal ein bisschen Eisen machen jetzt. Bevor wir Loot technisch loslegen. Ja, nein. Ja gut, dann können wir das auch mal testen. Man kann also reinfahren. Gut, ich gehe mal ganz kurz runter. Das nützt alle nichts. Ja, ist halt immer so, ne? Bei der ersten Folge, da muss man erstmal wieder, wenn ich es ja nicht gerade bei der Nacht beendet habe, muss ich mich erstmal wieder orientieren. Achso, das ist ja schon Cobblestone, kein Flexstone mehr. Ich wollte gerade sagen, also die Textur sieht nicht anders aus. Aber wie gesagt, da wir nicht neu starten, oder nicht neu gestartet haben. Ja, so viel zum Eisen. Ja, da haben wir 1000. Gut, dann werde ich hier nämlich das Press und Lead rausbrennen. Ganz kurz mal Leder checken. Gar nichts. Ah, jetzt verkehrte Kiste. Ah, da. Okay, wir haben mal zwei. Ja, gut, zwei Forges können wir machen. Da sollten wir immer noch ein Tierchen fehlen. Sollten wir es mitnehmen, ruhig. Das packe ich mal hier rein, das brauchen wir eher in der Nacht. Die Stoffe können wir noch beim anderen Händler verticken. Perkits brauchen wir jetzt auch nicht. Denkweife sollten wir auch jetzt nicht unbedingt brauchen. Auch nicht. Bierchen nehmen wir mal ruhig zwei mit. Genau wie zweimal davon. Hammer brauchen wir auch nicht. Da rennt schon wieder einer durch meine Spikes rein. Ja, wir düsen nämlich dann vom Händler aus gleich weiter. Weil da war ja auch die City in der Nähe, wenn mich nicht alles täuscht. Haben wir nichts zu essen mehr oder was? Kein Fleisch, aber da brauchen wir auf jeden Fall Tiere noch. Ich meine, wir haben hier noch, ne? So ist ja nicht. Wir können auch mal hier die Dosen erziehen erstmal. Gut. Obwohl, ich nehme mal hier normale mit. Bisschen Holz haben wir in der Tasche. Haben wir auch noch eine. Die Picke irgendwo hingelegt oder was? Oder haben wir gar keine? Stil, haben wir denn überhaupt noch Stil? Nee, ne?
Ja, da ist auch gar nichts drin, sonst hätte ich jetzt nochmal schnell ein bisschen Steam mitgenommen. Aber gut, die sollten ja ein bisschen halten. Man darf nämlich auch hier lassen. Aber den kann ich nicht reparieren. Die Wrench kann ich jetzt reparieren. Die Machete kann ich jetzt reparieren. Ihn immer noch nicht, ne? Gut. Kohle nehmen wir mit. Bierchen auch. So viele brauchen wir auch nicht, falls wir unbedingt einen Platz brauchen, können wir die nämlich weghauen noch. Ja gut, Essen müssen wir da halt gucken. Na, wir haben auch schon wieder 13 Uhr. Ja, so eine Stunde ist man schon immer unter Strom, ne? Aber ich habe auch festgestellt, dass 90 Minuten ist auch ein bisschen lang. Deswegen habe ich bei meinen Modded im Moment mal 75 Minuten ausprobiert. Dann muss ich aber erstmal gucken hier, dass auch das richtige Symbol ist. Da ist es. Was so ganz gut war eigentlich. Ja, wir werden sehen. Wenn die Stable draußen ist, wie wir es dann am besten angehen werden. Weiterspielen können wir dann hier nicht mehr. Wie gesagt, wundert mich eigentlich, dass es überhaupt noch läuft. Aber liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir in dem einen Perk keine Punkte drin hatten, der entfernt wurde und so weiter. Aber natürlich kann es hier noch zu Federn kommen dadurch. Ja, ne? Muss man mal sehen. Ja, irgendwas ist immer, boah, was ist schon wieder warm jetzt. Das ist echt nervig, ey. Also da muss ich irgendwann mal eine, so eine Kombo finden, die echt 0 Grad macht, oder was? Hm. Hallo? Jetzt absteigen. Was hast du denn an, dass hier schon wieder warm ist? Nix. Haben auch keinen Poncho mit. Das ist natürlich schlecht. Ja gut, die haben sie jetzt natürlich alle über... Ist ja nur Stoff. Plus 8 haben wir. So, Oberkörper frei, ja. Fahren eh gleich weiter, dann ist wir wahrscheinlich wieder 2 Meter weiter, nur noch 8 Grad. Everything's for sale. Yes. To an idiot like you. Der gleich Idiot, du. All that damn gawking at goods and that's all you buy? Fürs Idiot. Bandit-Maske, haben wir eine 400er, gut. Sollte reichen. Auch kein Geld für ausgeben. Painting, Painting. Ohne Bauschematik. Die Frage ist halt, komm, ich kauf's mal einfach, können wir ausprobieren. A sale is a sale, even if it's to a scumbag like you. Bedeutet dann wie bei den Waffen auch, dass ich den zerlegen kann, oder? Kann ich nicht irgendwie was herstellen? Oder? Naja, gut, da hätten wir so wahrscheinlich. Hey Jackass, can I lighten that gefunden gleich oder was? Aber wer weiß. Gut, da wollen wir auch nicht lange rumgucken. Ich nehme mal 4 Steel mit, falls wir unsere Werkzeuge reparieren müssen. Haben wir das auch im Sack? Gut, dann fahren wir mal Richtung City. Ich habe gerade überlegt, wir könnten die Nacht ja eigentlich auch in der City bleiben, aber ich muss mal schauen. Ist ja für euch auch immer scheiße, dann da so im Dunkeln. Und da es ja nicht weit ist, kann ich da auch eben schnell nach Hause fahren, kann dann wenigstens ein bisschen Stil anschmeißen.
Beziehungsweise mal einen kleinen Raum eben freischaufeln unter unserer Kampfarena, dass ich da die Fortune hinstellen kann. Dass die alten Schreitussis dahin rennen. Und dann fahren wir direkt hier auf so einen Bomber zu. Ne? Ja, schon ziemlich geil gemacht. Gut. Ja, ich guck grad mal, wo wir vielleicht. Saloon, was soll das sein? Ihr Salon? Haarstudio oder was? Unlocked. Mach doch einfach auf. Können wir den schon? Nice. Ach, was ist denn los jetzt hier? Da ist ja sonst nie was drin. Komm, wir wecken mal die Sleeper auf. Da. Da liegt eine. Schreck mich doch nicht so von da drüben. Ach, du ahnst es nicht. Da noch eine Feralflaumchen. Ach du Scheiße. Wo ist er? Komm ich da durch? Ne. Uiuiuiuiui. Wo willst du hin, Mulli? Hä? Uiuiuiui, da ist der Puls aber kurz hochgegangen bisher, ne? Gut, dass wir einen Spike-Club haben, sonst wäre es echt übel ausgegangen. Junge, Junge, Junge. Haben sie so eine Feral-Flumche. Oder das liegt natürlich jetzt am Level, ne? Keine Ahnung, warum die dann Richtung Tür wollte. Ernsthaft jetzt? Macht ihr Dingens raus oder was? Das kann doch nur daran liegen, dass es geändert wurde, ne? Also heißt, alle Lootboxen kriegen wir nichts raus. Doch Kühlschränke. Und Scheißhäuser. Na gut, dass wir keine Kaliber mehr brauchen, oder was? Ach, du ahnst es nicht. Ja, das sind halt so die Nachteile, wo? Zack. Ja, so kann man übrigens auch Saves knacken. Nur mal als kleiner Tipp. Was bist du wert? Ein bisschen was. Ich muss hier schon mal. Versuchst du sie auch an. Alter! Du musst es eigentlich anziehen. Kartoffelsamen, Eibennetze. Ja, ein Mining-Helm wie halt. Was gewesen. Das Ding ist halt mit so einer Fackel. Wechsle die sofort auf, die ganzen Sleeper. Ist halt das neue System mit dem Licht, ne?
können wir schon. Ja, die Kohle. Ja, nehmen wir doch mal das Leder mit. Hier brauchen wir für Forgies. Ja, sonst jetzt nicht so der Burner hier, der Laden. Wir lachen natürlich an den Kisten. Ich weiß nicht, was da sonst für Kisten gewesen wären. Anstatt Scheißhäuser und... Was waren das? Waschmaschinen, Kühlschränke oder was? Naja. Und da haben wir direkt ein Buch oder was? Crack and Book. Ja. Ist ja wohl klar, was jetzt, wo wir jetzt hingehen. Sollen wir mal eine Karre mal mitnehmen? So, als letzten Ausweg. Vielleicht mal als Fluchtwagen hier stehen lassen. Zack. Ich hab gesehen, mit Fackel. Wir haben kein Nachtsichtgerät. Mit Fackel rein ist schlecht. Da ist schon eine dicke Muni. Draußen läuft auch irgendwas. Das verstehe ich ja dann in Sleeper nicht. Die raffen dich gar nicht. Die raffen dich echt nur, wenn du Fackel anmachst oder was. Na, Dicker. Oh, mehr Leder. Sehr gut. Ja, was das denn? Respekt. Da noch eine dicke. Nee, eine normale. Also eigentlich hoffte ich, hier wären Bücher drin. Aber gut, Leder ist auch super. Kommt der echt hier rein, oder was, ey? Na du Idiot! Mein Gott, du. Den Aufriss, du. Geh mal kurz hier, wie das Schild ist. Wo wir das Leder wegholen. Ja, ich weiß, ich hätte wechseln können, aber muss er wieder wechseln und ach, ihr kennt das Spielchen. Na super. Das ist ja ganz großes Kino, ja? Hat sich ja gelohnt. Hallo? Geht's dir gut? Sandwich kannst du behalten. Soll das hier sein? Respekt. Da liegt auch noch einer. Oh, stehst ja mal auf. Ist ja mal ein Wunder. Hast aber auch viel ausgehalten, ne? Hey, ein Buchladen. Oh, läuft aber ganz gut hier mit den Bücherregalen. Bräuchte mal so einen richtigen Buchladen, ne? Ja gut. Wird ja wohl nicht mehr allzu viel hier gehen. Wird man hier noch die ganzen... Jeder Coach jetzt hier mitnehmen. Können wir uns übrigens da gleich 5-6 Fortune hinstellen. Das wird dann durchgeknallt. Wir müssen auch echt sehen, dass wir das Loch zukriegen. Nicht, dass die ganzen... Oder zumindest den Höhleneingang zukriegen. Nicht, dass die ganzen... Scream-Tussis dann... So, Leder oder was? Siehst du auch nix, ey. Ganz ehrlich. Dass die ganzen Tussis dann da. Seht ihr? Dann steht sie sofort auf. Und kommt sofort zu dir. Boah, das ist nur, wenn du Licht hast. Hast du kein Licht? Laufen sie wo auch immer lang. Da bekloppt, oder? Hallo? Wach werden. Du scheinst nicht so auf Licht zu stehen, ne? Mich verarschen oder was?
sehe ihn gar nicht, ey. Tja, so viel zu den, dass das hier Bücher gibt oder was. Cooking Pot gibt's. Und vier Zombies, die Party machen. So viel dazu. Wir hatten doch auch hier Stromzeug und so freigeschaltet, ne? Da müssten wir eigentlich mal hier die ganzen Kassen und sowas mitnehmen, oder? Da müssen wir dann eine extra Tour starten. Oh, 3000, dann können wir gleich den Safe aufklopfen. Die Zeit rennt, ne? Oh, nehmen wir mal mit. Ich weiß nicht, was unsere hat. Ich weiß auch nicht, wo ich jetzt hier hinkomme, aber ich sehe da ein Bücherregal. Ich weiß nicht, ob ich da schon war. Na, hier waren wir aber, ne? Ja, hier waren wir. Gut. Gib mir das Leder. Können wir uns auch schon fast auf dem Heimweg machen. Aber ihr seht, das schwarz ist, da siehst du gar nichts. Hier sieht aus wie eine Masse oder was. Hier sieht nicht mehr eine Textur. Ey. Und ich spiele schon mit hohem Gamma, ne? Guck mal eben. Ja, 125 also. Brauchen Mining-Helm. Aber wir können ja einen herstellen eigentlich. Haben wir nicht so einen... Müssen wir mal gucken, ob wir so ein Ding ins Helm haben. Taschenlampe haben wir bestimmt. Stellen wir uns mal eine her. Was hast du jetzt wieder? Es ist wieder warm, ne? Gerade waren noch 12 Grad, jetzt sind wieder 29 Grad hier. Nur weil du mal ein bisschen die Axt schwingst oder was. Warum hast du denn keine Ausdauer mehr? Durstig ist er auch nicht. Haben wir das jetzt echt so hart mit dem Stilzeug gemacht? Oder was? Normal kurz der Stil durchschwingen. Da ist ja gar nichts passiert mit der Ausdauer. Hier seht ihr. Zack. Direkt weg. Ja, super. Ja, ich guck mal in der Nacht. Das. Ja, ist doch gut, Junge. Aber wir können ja mal eben gucken. Komm. Ja, aber ich habe ja schon hier meiner hoch. Der ändert ja auch nur. Ja, meiner 6x macht schon minus 30 Stamina, also. Oder das kann natürlich jetzt auch daran liegen hier, weil, wie gesagt, dass wir eine alte Version spielen. Aber das ist natürlich Hardcore. Dann kannst du ja, werde ich ja gleich sehen, in der Nacht, wenn ich da ein bisschen den Raum freischaufeln will, kann ich 3 Schläge machen und dann kann ich erstmal eine Stunde warten oder was. Weil der kostet 10 Punkte, das können wir uns auch nicht leisten jetzt. Hier geht es auch mit Sicherheit noch irgendwo hoch, aber wie gesagt, wir haben schon 20 Uhr. Kann man hier noch die Autos durchziehen. Ja, wir brauchen halt echt unbedingt ein Spy-Club-Schematik und auch eine Crossbow-Schematik. Deswegen, wir bräuchten mal einen Bücherladen. Da wir jetzt eh nicht mehr viel Zeit haben, ich fahre mal einmal hier kurz durch. Da ist eine Tanke. Und so ein Dingens hier.
Ja, 30 Grad und dann ist gleich wieder hier Holland in Not. Was ist das hier? Fire Station. Mehl. Ja, die sind auf jeden Fall bald neu. Da gucken wir auf jeden Fall mal rein am nächsten Tag. Theater. Das ist jetzt alles nicht so irgendwas, wo wir jetzt irgendwas Gutes finden werden, ne? Hier die normale Wohnhäuser alle, die kann ich mir erstmal alle schenken. Ich meine, klar, manche nasse Saves oder auch Bücherregale. Naja. Aber sonst können wir da auf jeden Fall das Schnellverfahren machen. Einfach nur rein und die wichtigsten Sachen looten. Also Küche und so einen ganzen Scheiß kann ich mir schenken. Ja, und ansonsten halt das Hochhaus, ne? Aber da müssen wir dann echt... Ja, guck mal, wie viele Wohnhäuser hier sind, ey. Das Ding ist, du kannst ja auch nicht mehr mal eben schnell durchziehen. Ne? Weil du hast ja in jedem verkackten Haus Sleeper drin. Wie gesagt, fürs Hochhaus müssen wir definitiv 2 Tage einplanen. Also da können wir gleich einplanen, dass wir die Nacht da bleiben. Da brauchen wir erst gar nicht zurückrennen. Das macht keinen Sinn. Ja gut, wir machen uns auf den Heimweg. Die Folge ist auch schon wieder rum. Schon wieder 5 Minuten überzogen. Aber ich nehme euch jetzt noch mit zurück eben. Oh, das ist ein Militärlager hier. Nicht, dass ich jetzt über eine Mine fahre. Ich meine, wäre mal interessant auszuprobieren. Was da passiert mit dem Minibike, aber muss ja auch nicht sein. Oh, volles Labyrinth hier. Oil Company, könnten wir uns auch mal reinziehen noch. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt in der Nacht erstmal unten drunter da mit so ein bisschen, und wenn ich da echt nur ein paar Blocks wegnehme, um da einfach mal 4 Fortune hinzustellen. Muss ja jetzt da nicht großen Raum bauen, um da irgendwas groß auszubauen. Damit wir mal ein bisschen Stil jetzt anschmeißen können. Wie gesagt, ich gehe halt davon aus, dass wir hier nicht mehr so lange spielen werden. Weil ihr seht ja jetzt schon die Probleme mit den Lootkisten, ne? Da soll auf einmal Toilette und Dingens drin haben. Kann mir nicht vorstellen, dass das so geplant ist. Das wird halt daran liegen, dass sie was geändert haben. Über die Version hinweg jetzt. Gut. Ja, ich überlege, ob ich das... Naja. Ich mache jetzt erstmal den Raum, dann sehe ich ja, was ich noch an Zeit habe. Sonst mache ich vielleicht nochmal einen Ausgang nach oben. So, dass wir das dann auch mal zukriegen. Aber ich muss auch noch das Kryptzeug von drüben rüberholen, hier erstmal in die Kramkisten packen und so weiter. Also ihr wisst, was ich mache jetzt hier über die Nacht. Und dann sehen wir uns am nächsten Morgen wieder. Bedanke mich fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Bis dann. Ciao.